Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Was passiert, wenn eine Gründerin mit einer klaren Vision und einer der innovativsten deutschen Fahrradhersteller sich zusammentun? Ein richtig gutes Lastenrad. Und in diesem Video gucken wir uns deswegen das Kluf e-Cargo einmal ganz genau an. Kluf ist die Kurzform für Clever Move. Das ist die Marke von Susanne Eitemann. Und sie hat auf dem Lastenradmarkt einfach nicht das perfekte Bike für sich und ihre Familie gefunden. Und deswegen hat sie kurzerhand gesagt, mache ich es eben selbst. Einfach so. Und herausgekommen ist dieses Fahrrad hier, das Kluf e-Cargo. Und das gucken wir uns in diesem Video in vollem Ornat einmal gemeinsam an. Das wird allerdings nicht das einzige Video zum Kluf e-Cargo bleiben, denn in den nächsten Wochen werden wir das Rad als Familie ohne Auto im Alltag bewegen und am Ende der Testphase unsere Erlebnisse und unsere Bewertungen mit euch teilen. Abonniert also auf jeden Fall mal diesen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Außerdem lebt dieser Kanal irgendwo davon, dass ihr interagiert. Deswegen gebt gerne den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und schreibt einen kurzen Kommentar über das Fahrrad zum Beispiel oder was euch halt sonst irgendwie bewegt. Damit helft ihr auf jeden Fall, dass dieses Video möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank! Und jetzt geht's um die Details und Features. Und hier beginnen wir mit dem Design. Denn gutes Design ist in allererster Linie funktional. Form follows function. Und das Kluf e-Cargo ist die Form follows function Queen. Denn hier wurde dieses Designprinzip auf die Spitze getrieben. Und das ganze Rad bekommt dadurch eine ganz eigene Ästhetik. Zunächst einmal ist es hier ein klassisches, großes Long John Lastenrad. Es bekommt aber durch diese Kabine hier vorne nochmal richtig Präsenz. Und könnt ihr euch an den Fahrradhersteller erinnern, der mit Kluf zusammenarbeitet? Das ist niemand Geringeres als die Firma Nicolai. Und Nicolai baut seit Jahrzehnten Mountainbikes und E-Mountainbikes in Deutschland, nach denen sich Enthusiasten die Finger lecken. Und das ist bei diesem Rad hier nicht anders. Denn die Details, die so einen Nicolai-Rahmen ausmachen, sieht man hier überall. Zunächst besteht der Rahmen nicht aus einem großen Teil, sondern aus vielen Einzelteilen, die dann nachher im Fertigungsprozess zusammengesetzt werden und verschraubt werden. Das ist natürlich super, wenn man das Rad weite Strecken transportieren möchte, für den internationalen Verkauf zum Beispiel. Oder wenn man mal einen Schaden am Rahmen hat, dann kann man einzelne Teile relativ einfach auswechseln. Und das ist ziemlich smart. Da muss man nicht den gesamten Rahmen wegschmeißen. Der Rahmen ist insgesamt sehr schnörkellos gestaltet, hat hier klare, eindeutige Linien und nutzt den verfügbaren Raum bestmöglich aus. Und noch ein weiteres Detail. Das Tretlager ist besonders niedrig und hat hier 160 mm lange Kurbelarme. Das ist relativ kurz. Der Vorteil ist aber, der Schwerpunkt wird niedriger und man kann an Ampeln und beim Auf- und Absteigen leichter das Rad handeln. Aber erst wenn man genauer guckt, dann trifft es ein, denn das hier ist ein echter Nicolai-Rahmen. Das sieht man zuerst einmal an diesem Yoke-Design hier oben, das aus einem gefrästen Teil besteht und dann hier mit diesen weiteren Rohren verschweißt wird. Und dann auch hier hinten das Ausfallende, das ist ebenfalls CNC gefräst und das sieht richtig, richtig gut aus. Und dann auch die Schweißnähte allein, wie die Rohre miteinander verbunden werden. Das ist das Markenzeichen von Nicolai-Rahmen, diese dicken Raupen, dieses geschuppte Design. Das sieht sehr industriell aus, aber daran merkt man, das ist ein Produkt, das ist ein Rahmen,
der wirklich für die Ewigkeit gebaut wurde. Und das sieht auch einfach richtig schön aus. Also, ich habe eben gesagt, dass es schnörkellos sei, aber im Detail stimmt das gar nicht. Und dazu passt auch, dass alle Leitungen und Kabel außen verlegt sind. Das mag zwar bei einem Rad dieser Preisklasse erstmal merkwürdig erscheinen, aber die Werkstatt wird es danken. Und auch wenn ihr selber an eurem Rad schrauben wollt, dann kommt ihr einfach an alles super einfach ran. Und es sieht ja trotzdem sauber und ordentlich verlegt aus. Noch ein interessantes Detail bei diesem Rad ist die Lenkung, denn die wird mit einem klassischen Lenkarm angesteuert. Aber guckt euch mal das Rohr an. Da ist mal ein Rohr. Ein weiteres Detail, und das habe ich so noch nie gesehen, ist der Ständer. Denn der ist anders als bei den meisten anderen Long Johns nicht in der Mitte angebracht, sondern hier vorne, direkt hinter dem Vorderrad. Und sorgt damit für einen guten Stand. Und auch wenn das Fahrrad beladen wird, wenn man auf- oder absteigt, dann kippelt es auf gar keinen Fall hin und her, sondern bleibt immer auf den beiden Ständerfüßen stehen und auf dem Hinterrad. Ein weiteres Detail an diesem Ständer ist, dass er sich abschließen lässt. Denn hier vorne ist ein kleines Schloss, das als Bäckerschloss funktioniert. Man kann das Rad dann also nicht einfach wegschieben, sondern muss es dann schon wegtragen. Man muss halt immer einmal nach vorne gehen, um den Ständer zu betätigen. Kleiner Scherz, wenn man das Rad auf den Ständer bringen möchte, gibt es hier einen Tritt und dann zieht man einfach dran und schon steht das Rad. Richtig einfach. Und dann noch ein Detail zur Konstruktion des Fahrrads. Ich verspreche, das ist wirklich das letzte Detail, bevor wir zu der Box übergehen, ist die Positionierung der Akkus. Und zwar ist das hier unten unter der Ladefläche in solchen großen Schubfächern. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches, aber hier ist das so, dass diese Akkufächer sich nach vorne öffnen lassen. Und die werden dann magnetisch an Ort und Stelle gehalten. Und falls ihr das Glück habt, euer Fahrrad an einem bestromten Ort abzustellen, dann findet sich hier auch noch eine weitere Dose, wo ihr es einfach laden könnt. Aber die Musik bei einem Lastenrad spielt natürlich hier vorne auf der Ladefläche. Und das Kluf kommt normalerweise in der Grundausstattung mit einer flachen Ladefläche zu euch, die mit versiegelten Siebdruckplatten ausgestattet ist und mit Airline-Schienen, sodass sich alles mögliche Zeug drauf verzurren lässt und auch eigene Aufbauten realisieren lassen. Die Ladefläche darf dabei mit bis zu 70 Kilogramm belastet werden. Und wenn man das Kluf als Familienautoersatz nutzen möchte, dann gibt es hier die Kluf Cabin. Und die ist nicht nur ein einfaches Regenverdeck. Die Kabine besteht aus 4 Rohren und mehreren Kunststoffelementen, die zusammengefügt werden und dann dieses Gesamtbild ergeben. Hier links und rechts befindet sich ein Rohr, das dann seitlich der ganzen Kabine Stabilität verleiht. Und dann gibt es hier hinten und vorne jeweils einen richtigen Überrollbügel, die das Ganze sehr, sehr stabil machen. Aber diese oberen Teile lassen sich auch abbauen und dann bleibt hier unten nur noch diese Wanne übrig, falls man keine ganze Kabine benötigt. Diese Kabine bzw. Box macht die ganze Ladefläche nochmal deutlich breiter als hier in der Grundkonstruktion. Und über diese Bügel hier lassen sich dann je nach Bedarf 3 Elemente ziehen. Einmal hier vorne die Windschutzscheibe, die für die Kinder cool ist, die können richtig weit nach unten rausgucken und alles sehen. Und sie erinnert in ihrer Form auch so ein bisschen an diese alten Greyhound-Busse, finde ich. Das hintere Teil ist dann eher ein Regenschutz für die Person, die auf dem Sattel sitzt. Dadurch, dass hier einmal der Lenker geschützt ist, die Hände sind geschützt und bleiben warm und auch die Beine kriegen nicht so viel Regen ab. Und hier oben ist eine Scheibe, wodurch man von oben ganz einfach in die Box und auf die Sitze gucken kann. Und dann hier das mittlere Teil, das ein riesiges Fenster, Regendach, Tür ist, wo die Kinder einsteigen können. Und das lässt sich hier mit 2 Reißverschlüssen öffnen. Und wenn der Wind nicht da wäre, dann würde es auch halten und die Kinder können einsteigen. Und man kann das Teil bei passendem Wetter auch komplett abnehmen und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir auch einen unversperrten Blick auf die Box und 2 Dinge fallen auf. Einmal hier diese vielen Reflektoren, durch die das Rad nachts richtig gut sichtbar sein sollte. Und dann haben wir hier einen niedrigen Einstieg für Kinder. Die können hier einfach entweder draufsteigen oder drübersteigen, sich dann hier an diesen Griffen festhalten, einfach selbst einsteigen. Und das schaffen auch schon kleinere Kinder. Die Kinder betreten dann eine großzügige Kabine mit richtig viel Platz zu den Seiten, nach vorne und nach oben. Und begrüßt werden sie dann, zumindest in diesem Falle, von 2 Kluf Ergo Seats. Und diese Kluf Ergo Seats sind im Grunde ein komplett neuer Ansatz, wie man Sitze in ein Lastenrad baut. Also ich habe sowas in noch keinem Rad vorher gesehen. Erstmal sind es hier Schalensitze. Hier sinken die Kinder rein, wenn sie sich reinsetzen. Die können sich schön einmuckeln, weil hier die Seiten, die sind richtig gut gepolstert, die sind flexibel. Und darin finden die Kinder gut Halt. Dann sind diese Sitze auch gefedert. Das heißt, Unebenheiten, die die Federgabel und die Reifen nicht wegschlucken können, werden dann
spätestens dann von den Sitzen eben weggeschluckt. Und diese Schalensitzform, die zieht sich eben bis nach oben. Erstmal ist das hier eine richtig hohe Rückenlehne, die die Kinder haben. Und dann sind auch hier oben noch die Seiten so ausgestattet, dass die Kinder dann auch, wenn sie Nickerchen machen wollen, einfach ihren Kopf an die Seite anlehnen wollen. Aber da enden die Details nicht, apropos Nickerchen, denn die Sitze lassen sich dann auch noch in der Neigung verstellen, indem man hier so einmal am Gurt so ein bisschen zieht. Den muss ich dann erstmal finden. Blind. Und schon sind die Sitze um ein paar Grad geneigt, was über Wohl und Wehe eines Kindernickerchens entscheiden kann. Durch diese große Breite der Box, diese Flexibilität hier an den Seiten und auch die hohen Rückenlehnen sind die Kloof Ergo Seats auch für größere Kinder geeignet. Und dann haben wir bei diesen Sitzen natürlich auch Gurte. Und hier kommt ein neues Fitlock 5-Punkt-Gurtsystem zum Einsatz. Das sieht ziemlich fancy aus und funktioniert auch richtig sauber. Der ist mit einer Hand. Na gut, auch nicht immer. Also die Gurtschnallen rasten richtig sauber ein und lassen sich dann auch mit so einem Doppeldruck ganz einfach lösen. Und dieser Gurt ist dann natürlich noch mannigfaltig verstellbar. Erstmal lässt sich hier die Weite verstellen dieses Gurtschlosses, dann lassen sich hier die Seitenteile verstellen und auch der Gurt insgesamt in der Weite ist verstellbar. Aber nicht nur größere Kinder passen hier rein, sondern manchmal müssen auch kleinere Kinder hier mitfahren. Und hier lässt sich auch noch der obere Teil des Gurtes in 3 Stufen verstellen. Also wenn ihr kleinere und größere Kinder habt, dann können die jeweils ihren Platz bekommen und haben dann auch die richtige Gurthöhe. Also diese Sitze sind echt state of the art. Aber da enden die Besonderheiten dieser Kabine nicht, denn dank des Airline-Schienensystems lassen sich diese Sitze auch noch in unterschiedliche Positionen bringen. Diese beiden Sitze sind zum Beispiel in unterschiedlichen Positionen. Der hier ist etwas weiter hinten als der hier und macht damit Platz für noch eine weitere Besonderheit. Denn hier hinten, hinter diesen Reißverschlüssen, befindet sich ein Kofferraum. Und hier habe ich jetzt erstmal das Regenverdeck reingerollt. Aber je nachdem, wie die Sitze eingestellt sind, wo die Sitze montiert sind in der Box, ist der Kofferraum mal größer und mal kleiner. Und wie der funktioniert und welche Möglichkeiten es bei der Sitzkonfiguration noch so gibt, das zeige ich euch im zweiten Video. Also allein die Dimensionen der Kloof Cabin sind genial. Aber dann werden alle Teile, die ihr hier seht, auch in Deutschland gefertigt, teilweise von sehr kleinen Manufakturen. Und man erkennt in der Verarbeitungsqualität wirklich die Liebe zum Detail, die hier reingeflossen ist. Das ist wirklich schön. Bevor wir uns jetzt gleich mit dem Kloof eCargo auf die große Reise begeben, gucken wir erstmal, wie man darauf sitzt und gucken uns die Geometrie an. Erstmal haben wir ein komplett senkrechtes hinteres Steuerrohr und ein nach hinten geneigtes Sitzrohr. Das heißt, kleinere Menschen kommen näher an den Lenker ran und größere Menschen kommen weiter vom Lenker weg. Und Menschen zwischen etwa 1,60 Meter und 1,95 Meter können ohne Probleme auf dem Kloof eCargo fahren. Müssen hier einen relativ niedrigen Einstieg überwinden, das gelingt gut. Und wenn ich mich da drauf setze, dann habe ich eine sehr angenehme Sitzposition. Der Lenker lässt sich zwar nicht in der Höhe oder Neigung verstellen, aber das sollte für die meisten Menschen funktionieren. Es ist eine vollkommen typische Alltagsfahrrad-Sitzposition. Ihr könnt aber sehen, mit meinen 1,96 Meter ist mein Bein noch ein bisschen zu stark angewinkelt, zumindest für meinen Geschmack. Ich müsste also dann eine etwas längere Sattelstütze montieren. So, und jetzt legen wir los. Habe ich ja ausgeschaltet. Okay, was man jetzt kaum noch sieht, ist, dass eben hier mal kurz die Welt untergegangen ist, mit Schnee und allem drum und dran. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Erster Test ist wie immer der Beschleunigungstest. Und hier haben wir jetzt ja natürlich die Enviolo-Schaltung und ich habe auf 75 Umdrehungen pro Minute eingestellt. Man könnte es allerdings auch hier mit dieser Fernbedienung je nach Bedarf regelmäßig ändern. Genug geschnackt, beschleunigen. Okay. Das sieht soweit gut aus. Und wir sind bei 25 km/h. Die Beschleunigung fühlt sich jetzt nicht brachial an. Wir haben halt eine Enviolo, wir haben ein sehr schweres Fahrrad. Wir haben allerdings den starken Motor, der natürlich schon gut beschleunigt. Aber gerade am Anfang ist immer noch für die ersten 2 Meter ein bisschen zu hohen Gang. Dadurch ist die Beschleunigung nicht so schnell, wie sie sein könnte. Aber sobald man an Fahrt gewinnt und beschleunigt, hält dieses System auch nichts auf. Also das marschiert einfach nach vorne. Dann natürlich der Bergtest an der höchsten Erhebung Norddeutschlands, dem Jerusalemsberg. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf unsere Trittfrequenz und auf die Power.
So, die Leistung können wir jetzt hier sehen. Gemütlich hochfahren bei nicht zu viel Watt. So bei ca. 200. Mehr mit ihr eigentlich nicht treten, so 200 Watt. Und dann gucken wir gleich mal unsere Geschwindigkeit. Jetzt schaltet ihr natürlich automatisch runter. Und wir sind bei 13 km/h. 13,3, 13,5. Also das ist schon langsamer als bei anderen Lastenrädern. Auch bei anderen Lastenrädern mit einer manuellen Enviolo. Da ist einfach, dass man mit der Automatik, die natürlich versucht, zwar die Trittfrequenz zu halten, aber auch die Enviolo nicht über Gebühr zu beanspruchen. Über die Kante. Das nimmt das Rad richtig gut und entspannt mit. Wenn man sich jetzt hier in die Kurven lehnt, dann fällt auf, dass das Rad sehr schwergängig abgestimmt wurde. Wir haben vorne einen Lenkungsdämpfer drin und der ist wirklich so eingestellt, dass man nicht zu schnell lenkt, dass man auch Schläge, die vom Reifen kommen, nicht stark in den Lenker übertragen werden oder sogar gar nicht übertragen werden. Denn eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, hier ist die Lenkübersetzung sehr straff. Also selbst kleinere Lenkbewegungen führen zu einer großen Bewegung vorne am Vorderrad. Und das könnte natürlich in manchen Situationen dazu führen, dass man dann überlenkt und dass das Vorderrad einen zu großen Hebel auf den Lenker ausübt. Und dafür ist der Lenkungsdämpfer da, damit das eben nicht passiert. So, und jetzt geht's in den Sand. Und wir gucken uns mal den Lenkwinkel an, die Lenkung. So, bei viele Fahrräder mit einem Lenkarm haben bei dieser Stelle Probleme. Das Kluf kommt ohne Probleme rum. Und jetzt probieren wir es mal auf die Spitze zu treiben. Und das ist ein wirklich krasser Lenkeinschlag. Also das ist der größte Lenkeinschlag, den ich bei einem Lastenrad mit einem Lenkarm bisher erlebt habe. Jetzt über Unebenheiten fällt auf, dass der Rahmen wirklich schön richtig steif ist. Es werden zwar kleinere Schläge schon durchgereicht, besonders an den ungefederten Sattel, aber das Rad fährt sich sehr vorausschaubar, sehr vorhersehbar. Jetzt über Unebenheiten macht die Federgabel natürlich eine gute Arbeit und schluckt viel weg. Die Reifen auch, also die Schwalbe Pickup Reifen, die machen richtig viel Spaß. Dadurch, dass man sich während der Fahrt auch so ein bisschen auf den Lenker lehnt, verspürt man natürlich auch trotzdem die Vibration von der Straße. Das ist aber alles tatsächlich in einem Maß, den ich persönlich als angenehm empfinde, weil man nicht so komplett abgeschnitten ist von der Straße. Man kann jetzt auch wahrscheinlich gut sehen, wie die Kinder angeschnallt sitzen. Und das ist jetzt aktuell halt auch die Situation. Wir haben ca. 40 bis 45 Kilogramm Gewicht in der Box drin. Das Fahrrad fühlt sich insgesamt schon relativ gedämpft an. Nicht super spritzig, nicht super sportlich, aber gerade bei einem solchen Fahrrad, wo auch die Kinder mit an Bord sind, ist das ja auch eigentlich ein ganz guter Ansatz. So, das hier ist eine trockene Straße. Zumindest so trocken, wie es halt werden kann im März. Und da vorne ist auch ein trockenes Stück. Und wir bremsen hier. Ja, okay. Hier an dieser Kante, wenn man die sehen kann, ich glaube, kann man ganz gut sehen, da habe ich gebremst. Und wir haben gute 3 Meter Bremsweg hinter uns gebracht. Das Bremsgefühl ist auch tatsächlich etwas anders als bei anderen Magura CME Bremsen. Was dann immer so ein bisschen durchkommt, sind Schläge. Da würde ich also auf jeden Fall eine Federsattelstütze empfehlen. Ansonsten ist aber die Fahrt, so wie ich das erwarten würde, bei einem Premium Long John bzw. Premium Lastenrad wirklich zuverlässig. Es gibt keine Überraschung während der Fahrt. Aber das Ganze ist auch nicht so spritzig und nicht so schnell wie bei leichteren Lastenrädern. Soweit der Feindruck zum Kluf e-Cargo. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationsfilmern und den Preisen. Das Kluf e-Cargo ist im Direktvertrieb bei Kluf erhältlich ab einem Preis von 7.619 Euro mit der manuellen Enviolo. Wenn ihr die Automatik haben wollt, müsst ihr 299 Euro draufzahlen. Hier in dieser Ausstattung mit dem Regenverdeck, mit den Kindersitzen, kostet das Testrad 9.149 Euro. Ich freue mich wie Bolle, das Kluf e-Cargo in den nächsten Wochen mit meiner Familie im Alltag bewegen zu können. Und ihr werdet natürlich alle unsere Eindrücke mitbekommen. Aber schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, was haltet ihr von dem Kluf e-Cargo? Steht ihr genauso auf diese Schweißnähte wie ich? Und was sollen wir mal in den nächsten Wochen damit machen, um ein möglichst umfassendes Bild von diesem Fahrrad abgeben zu können? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss!
Bis dann.